Jahrhunderthochwasser, Waldbrände in unvorstellbarem Ausmaß, Gletscher schmelzen. Jeden Tag gibt es solche Nachrichten zum Klimawandel, die einen ziemlich runterziehen. Deswegen haben wir uns gedacht, ist es mal Zeit für ein paar gute Nachrichten. Die gibt es nämlich auch. Open Food Facts. Verpackungsaufdrucke bei Lebensmitteln sind oft verwirrend, ziemlich klein, völlig unverständlich. Ich meine, E102 im Pudding ist jetzt was und ist das bedenklich? Da soll die App Open Food Facts Abhilfe schaffen. Die ist komplett frei verfügbar, wird von einer französischen Nichtregierungsorganisation über Spenden finanziert und funktioniert nach Open Source Prinzip, also so ähnlich wie Wikipedia oder Open Source Software. Die Idee ist, man scannt mit der App einfach den Produktcode von so einem Lebensmittel und dann bekommt man eben die wichtigsten Infos leicht verständlich aufgelistet, sofern sie eben im System schon gespeichert sind. Das sind also Zusatzstoffe, wie eben diese E-Nummern, der Nutri-Score, also Nährwertqualität, der Nova-Score, Grad der Verarbeitung von diesen Lebensmitteln und ein Eco-Score. Das sind dann Infos zu CO2-Fußabdruck, Verpackung, Verwertung und so weiter. Ja, und auch andere Hinweise, zum Beispiel zu Allergenen oder ob das Zeug koscher oder halal oder vegan oder bio ist, wird da zusammengefasst. Dann könnt ihr auch Produkte miteinander vergleichen oder könnt Einkaufslisten zusammenstellen. In der internationalen Datenbank sind mittlerweile über 2 Millionen Produkte erfasst. Kennt ihr die App? Habt ihr die schon benutzt? Dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Die Entwicklerinnen, die arbeiten jedenfalls noch weiter an Open Products Facts. Das soll das Ganze dann, dieses ganze Prinzip, für Kosmetikartikel zum Beispiel und andere Konsumgüter erweitern. Solartechnik aus Gemüseabfällen. Das philippinische Startup Aureus, gegründet von einem Elektrotechnikstudent, will aus Gemüseabfällen Solarpaneele herstellen. Wie das funktioniert? Naja, sie schreddern die Gemüseabfälle, dann werden die pulverisiert, gepresst, gefiltert, um dann eben lumineszierende Partikel zu gewinnen. Und diese lumineszierenden Partikel, die absorbieren UV-Licht. Der Clou an der Sache ist, UV-Licht ist oft auch dann verfügbar, wenn zum Beispiel sichtbares Licht von Wolken geblockt wird. Die Partikel werden dann mit Plastik zu einer harten Platte vermischt. Und die kann man dann am Ende eben an Wänden anbringen oder zwischen Fenster klemmen. Aktuell bestehen die Module aus 80% Biomüll und 20% Kunststoff. Das Startup plant aber 100% Biomüll in Zukunft zu nutzen. Naja, Vorteile habe ich schon angesprochen. UV-Strahlung dringt eben durch Wolkendecken zum Beispiel durch und lässt sich auch vertikal einfangen, zum Beispiel wenn in einer Stadt Wände UV-Licht reflektieren. Diese Aureus-Platten, die haben die gleiche Effizienz wie herkömmliche Solarplatten, aber eben eine längere Spanne zur Energiegewinnung pro Tag. Auf den Philippinen gibt es oft Tsunamis, Starkregen, oft wird die Ernte vieler Bauern zerstört. Aureus kauft da eben die verrottete Ernte, die eigentlich weggeschmissen wurde, ab, unterstützt die Kleinbauern finanziell und reduziert eben auch die Abfälle. 2020 ist das Startup mit dem Dyson Award für Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Und Ende 2021 hat das Startup erstmals diese Platten in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, auch verbaut. Das Projekt zeigt, dass Innovation auch sinnvoll und umweltschonend geht. Autonome Unkrautvernichter. Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Roboter fahren über die Felder und kümmern sich ganz autonom um die Unkrautvernichtung. Klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, kann aber bald Realität werden. Es gibt eine US-amerikanische Firma, nennt sich Carbon Robotics. Die hat Roboter, also wirklich große Roboter, gebaut, nennen sich Laser Weeder. Naja, und die fahren eben auf dem Feld und vernichten mit Lasern Unkraut. Der Clou an der Sache ist, das bräuchte dann keine Herbizide mehr, also keine chemischen Unkrautvernichter. Ich meine, Herbizide belasten ja nicht nur die Felder und die Böden, sondern auch unsere Gesundheit. Viele Unkräuter sind inzwischen auch einfach immun gegen herkömmliche Herbizide. Es müssen also immer wieder neuere entwickelt werden, die dann immer aggressiver sind. Die Lasertechnologie, die könnte da Abhilfe schaffen. Kurz gesagt, die Dinger fahren übers Feld und lasern einfach mit Kameraerkennung das Unkraut weg. Prototypen funktionieren schon und in diesem Jahr soll die Serienproduktion anfangen. Die Nachteile von den Teilen sind, naja, sind halt teuer. Das sind große Maschinen, sind nur für Großbetriebe geeignet, erstmal, und haben natürlich auch viele Teile, die gewartet werden müssen, in denen seltenen Metalle verbaut sind, laufen mit Dieselmotoren. Aber im Ansatz, also ohne Herbizide auszukommen, ist das auf jeden Fall schon mal eine noble Idee. Schnellladestation am Carmener Kreuz. Das Carmener Kreuz bei Dortmund ist einer der Verkehrsknotenpunkte in Deutschland schlechthin. Da laufen die A1 und die A2 zusammen.
Auf beiden Autobahnen sind zusammen täglich rund 220.000 Autos unterwegs. Immer mehr von diesen Autos sind mittlerweile auch E-Autos. Und um der nachwachsenden Nachfrage gerecht zu werden, wurde eben an diesem Knotenpunkt jetzt eine der größten Ladestationen Europas gebaut. Insgesamt gibt es da 52 Hochleistungsladeanschlüsse. Das ganze Projekt wurde nur in 2 Jahren inklusive 3 Monate Bauzeit umgesetzt. Der Strom für die Ladestationen ist zudem auch 100% Ökostrom. Naja, die Überdachung von diesen Ladestationen, die hat einfach Photovoltaik. Und der Strom, der dann nicht benötigt wird zum Laden, der wird direkt ins Stromnetz eingespeist und dann von dort aus weiterverteilt. Und ich meine, klar ist ja auch bei E-Autos, ohne solche Infrastruktur, vor allem eben flächendeckende Ladestationen, kann sich auch die Nachfrage nach Elektroautos nicht weiterentwickeln. Und die braucht es für eine Verkehrswende. Die Emscher ist abwasserfrei. Seit dem 01.01.2022 wird kein Abwasser mehr in die Emscher eingeleitet und sie gilt offiziell als abwasserfrei. Zum ersten Mal. Seit 170 Jahren ist sie wieder sauber. Bis auf die Berne in Essen sind auch alle Zuflüsse von Schmutzwasserfracht befreit. Das Projekt wurde vor 30 Jahren, 1992, von der Emscher Genossenschaft initiiert und geleitet und hat 5,5 Milliarden Euro gekostet. Dabei haben sie 430 Kilometer unterirdische Abwasserkanäle verlegt. Das ist die gleiche Distanz wie Essen-Paris. Und 4 neue Großkläranlagen gebaut. Die gehören zu den modernsten in Deutschland. 150 Kilometer Gewässer wurden renaturiert. Und warum soll euch das jetzt alles interessieren? Weil die Emscher im Ruhrgebiet jahrelang als der schmutzigste Fluss in Deutschland gegolten hat. In den 1990er Jahren, da galt die Emscher sogar als biologisch tot, weil sie eben als zentraler Schmutzwasserzulauf für die Bergwerke im Ruhrgebiet benutzt wurde. Und jetzt? Naja, jetzt beginnt eben eine Phase der naturnahen Umgestaltung. Was die Renaturierung bringt, ansässige Artenvielfalt hat sich seit den 90ern verdreifacht. Es gibt wieder Eisvögel, Libellen und Stelzen, die zurückgekehrt sind an den Fluss. Auch die Emscher Groppe, das ist ein Fisch, der als ausgestorben gegolten hat, die kehrt jetzt wieder zurück. Vielleicht schaffen wir solche Projekte ja auch bei anderen Flüssen in Deutschland. Fazit: Es gibt auch gute Nachrichten rund ums Klima, jeden Tag und überall auf der Welt. Noch sind das eher kleine Initiativen, aber es zeigt ja, es bewegt sich was. Die Projekte, die wir hier vorgestellt haben, zeigen ja, dass Menschen überall auf der Welt neue Ideen entwickeln und sich auch aufraffen, um was zu ändern. Von welchen anderen Projekten habt ihr denn schon so gehört? Worüber sollten wir denn mal berichten? Schreibt uns doch gerne unten in die Kommentare. Hier neben mir findet ihr jetzt noch ein weiteres Video zu Good News und ein Video über Lebensmittelverschwendung.